Hallo meine Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Fever. Wir sind dabei, hier noch ein bisschen innerstädtische Linien uns anzuschauen. Und da war ja hier in Bopfingen gerade auch mal ein großes Malheur passiert. Ja? Kleiner Stau in der Innenstadtlinie, dummerweise auf einer der wichtigsten Achsen, die wir eigentlich haben. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo nochmal so einen Ekel haben. Schaut gut aus, hier schaut sehr gut aus. Zahner Elster ist eine echt gute Stadt geworden. Und hier hinten Glinde auch eigentlich. Gut, okay. Ich glaube, das wird jetzt Bopfingen ganz, ganz, ganz toll helfen. Gucken wir mal. Bopfingen sollte jetzt halt auch völlig eskalieren, wenn der ganze Nahverkehr im Prinzip wieder losrollt. Weil Bopfingen sollte eigentlich eine mörderpositive Stadt oder mörderpositive Linie insgesamt sein und definitiv nicht irgendwas, was gerade innerstädtisch so ein Chaos bildet. So, was bringst du? Du bringst auch mittlerweile echt viel Geld ein. Bei uns hängt halt alles an der Hauptlinie und die Hauptlinie, die muss funktionieren. Wenn die nicht funktioniert, dann kann es schon von Haus aus nicht gehen. So, und hier müssen wir unbedingt nochmal einen Anschluss machen. Und vor allen Dingen, das Konstrukt hier muss weg. So, das Konstrukt hier muss weg. So. Und jetzt die große Preisfrage. Wie kriegen wir das verlegt, dass es hinhaut? Das auch gut aussieht vielleicht. So, also das können wir auf jeden Fall so anschließen, dass es halbwegs in Ordnung ist. Und dann müssen wir nämlich hier einen Bus reinlegen. Na gut, wir könnten natürlich auch. Warum geht das nicht? Kollision und Steigung zu groß. Ja, einen Hügel raufbauen ist natürlich auch sehr geschickt. Das mag er gar nicht, ne? Kollision. Bitte nicht über die Gleise bauen. Ja, und drüber? Drüber geht's. Na, machen wir das aber ein bisschen filigraner. So. Okay, Plan. Wir gehen von hier aus in der Linie weiter und schauen, dass wir das so hinbekommen, dass das halbwegs funktioniert, dass wir hier so viel wie möglich mitnehmen. So, und zwar hier zum Beispiel die ganzen Randgebiete möchte ich haben. So, okay. Dann geht der hier rüber. Erster Halt ist dann hier. Okay, und dann geht er hier noch durch und geht bis da. Okay, so, dann haben wir den, in dem Fall ist es der Ostring. Neue Linie aufgemacht, und zwar von hier aus, hier rüber. Das ganze neue Industrieviertel im Prinzip angeschlossen. Und wieder hier zurück. Ganz schön lange Linie auch. Also da brauchst du auch einiges an Fahrzeugen. Aber ich glaube, das könnte ganz gut den Nahverkehr fördern. Und das ist jetzt Bopfingen Ost. So,
Bobfingen Ost. Gucken wir mal schnell. Fahrzeuge kaufen, Passagierfahrzeuge. Alle noch alt. Das sind alles die alten mit den einfachen Ladegeschwindigkeiten. Gefällt mir nicht. Es bleibt nichts anderes übrig. So. 33er, machen wir nochmal zwei drauf, dann soll es passen. Und Marsch. So. Jetzt gucken wir mal, wie schaut es hier oben bei der Haltestelle eigentlich aus? Da sind auch mittlerweile ganz tolle Züge drauf. Und zwar der hier mit 228 Passagieren. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze, ganze Menge. 30, 40, 50, 60 und dann hört es auf. Genau, bis 60 geht er mit. Das kriegen wir aber anders nicht hin. Also, sagt die Linie mittlerweile, 500.000 im Minus, das ist zu heftig. Aber ich glaube, jetzt wird es hier auch insgesamt ein bisschen angenehmer. Hier steigen nämlich auch schon die ersten drauf. Okay, und jetzt müssen wir hier unbedingt noch weiterbauen. So, hier muss unbedingt dieser, eben genau dieses Teil muss da rein, dass wir hier gar nicht erst in die Problemzone reinkommen, dass hier gar keine Anschlüsse sind oder sowas, sondern das muss hier gleich so gemacht werden, dass hier auch wirklich die Fahrzeuge, die hier fahren, gleich die Möglichkeit haben, eben perfekt durchzukommen. So, in dem Fall so. Und der Verkehr fließt jetzt hier auf der Hauptlinie. Das ist natürlich auch eine blöde Sache. Für uns zumindest. Der hat jetzt erstmal einen dabei. Da fließen weniger Güter momentan. Das macht aber nichts. Wir warten jetzt mal auf den nächsten Zug, der hier lang kommt und schauen uns mal den kurz an. Und wir müssen auch unbedingt nochmal auf die Hauptlinie schauen. Auf die Nebenlinie Richtung Gücklingen rauf. Was da los ist. So, Glinde 60 mittlerweile. Es müssten definitiv über 100 sein, weit über 100. Ob wir das so hinbekommen, weiß ich jetzt nicht. Aber wir werden sehen. Viel Zeit ist hier leider nicht mehr. Da kommt einer. Mit 142 Passagieren an Bord. Lädt aus. Und lädt über 140 ein. Also hat 140 dabei. Sagen wir mal lieber so. Jetzt gucken wir uns die Sache mal an. 100.000 im Minus. Kommt hier mit 125, guck mal. Was hast du dabei? 64 Güter ist auch okay. Okay. Es wird besser. Ich habe so das Gefühl, es wird deutlich besser. Angenehmer. Gerade hier. Schauen wir mal. Lass uns überraschen. Lass uns überraschen. Flying Trambahn! Oh, schaut das cool aus. Okay. Warten wir noch ein bisschen. Hier hinten der Verkehr über die Brücke ist auch ganz enorm. Ja, ihr seht das am Horizont schon fast. Ein ganz heftiger Verkehr. Schön. Jetzt warten wir mal ganz kurz. 91 Millionen aktuell, 92,5. Mal gucken, ob es jetzt sich langsam wieder verbessert. 93, 94. Aber das Jahr ist fast rum. Das macht mir mehr Sorgen. 91 wieder.
Nach einem Monat. Gucken wir mal, ob wir die Zeit halten können. Ja, ein Viertelmillion bringt uns die Hauptlinie, aber die war schon mal deutlich besser. Huch, so. Jetzt fallen wir unter 90 Millionen. Das ist das Problem hier. Das ist das Problem hier. Leider. Aber wir sollten uns... wir halten uns hier tatsächlich auch im letzten Jahr. Sind wir gar nicht mal so runtergerumpelt. Also das hat sich auch mittlerweile echt verbessert. Jetzt gucke ich gerade mal, wie schaut es jetzt hier innerstädtisch aus. Die mittlerweile gut im Plus. Die auch wieder sehr schön im Plus. Gefällt mir auch. Die Nebenlinien passen ganz gut. Die ist... Bopfingen Ostlinie ist auch gut dabei. Könnte aber ein bisschen stärker sein. Da packen wir auf die Bopfingen Ost noch einfach schnell zwei neue Fahrzeuge drauf. Einfach um die noch ein bisschen zu stärken. Und dann ist die hier auch bestens gewappnet. Einfach zwei auf Bopfingen Ost. Und dann sollte die soweit passen, dass die hier auch ein bisschen feuern kann. So, schauen wir mal. Wie schaut es jetzt hier aus? Der Innenstadtverkehr hier schaut ganz gut aus eigentlich. Kann man so lassen. Sonst nirgendwo auch da Stau. Da auch kein Stau. Okay. Wie schaut es jetzt bei euch aus? Da sollten jetzt eigentlich nicht so viele Fahrzeuge drauf sein. Hält sich. Kirchheim ein bisschen schwierig. Kirchheim müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Auch Zahner Elster, da gibt es eine Linie, die ist echt ganz schwierig unterwegs. Und da müssen wir mal ein bisschen gucken, warum die so schlecht fahren. Die Zahner Elster Zentral ist das Problem. Warum fahrt ihr so wenig an? Die sind halt auch nicht so lang, ne? Da bleibt uns eigentlich nur eine Möglichkeit, die Zahner Elster zu verlängern. Aber wir können es fast nicht in irgendeine Richtung verlängern. Die ist halt eine Zentrallinie. Oh, kann man jetzt drüber streiten, muss man aber eigentlich jetzt gar nicht. Ich guck nochmal schnell. Schaut ganz gut aus. Hier geht nämlich eigentlich auch ganz schön viel. Das ist aber die rote. Hier ist die Zahner Elster Linie. Ich glaube, die hat einfach nur einen zu hohen Takt. Nehmen wir zwei runter von der Linie und dann sollte das passen. Hat den 60er Takt, das sollte ganz gut gehen dann. Man darf nicht vergessen, die meisten von den Linien, die wir am Anfang gestartet hatten, die waren eigentlich unter einem ganz anderen Aspekt gebaut. Die waren unter dem Aspekt gebaut, dass die Trams einfach halb so groß waren und mindestens um die Hälfte langsamer, als sie heute sind. Und jetzt sind die halt einfach viel, 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 viel schneller, aber dummerweise haben wir immer den Takt gelassen. Ja? Das heißt, die waren immer gleich viele sozusagen und das rächt sich halt jetzt auch ein bisschen. So, hier kommt auch unser großer Zug langsam an. Schauen wir mal, 74 hat er dabei. Er muss mit mehr wegfahren. Und das ist die große, große Kunst. Die erreichen wir auch. Aber warum kommt der von hier mit so wenigen Leuten an? Und das ist in Kirchheim das Problem. Gucken wir mal, es gibt hier ein Problem. Ja, es gibt hier auf jeden Fall de facto ein Problem. Mit Takten. Tak, 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 tak. Und zwar könnten wir hier deutlich mehr machen. Okay, ich habe eine Idee. Also hier könnten wir noch ein bisschen was tun. Und zwar folgendermaßen, ich pausiere jetzt mal ganz kurz. Wir brauchen jetzt hier Haltestellen. Die war Quatsch.
Und zwar, die kommt direkt an die Ecke. So hin, meinetwegen. So. Okay. Und hier noch eine hin. So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und dann kommt hier noch eine her. Bam. So. Okay, jetzt müssen wir das nur noch planen, dass es hinhaut. So. Und das machen wir schon so. So machen wir das. Und das ist jetzt Kirchheim-Wohngebiet Süd, glaube ich, ist das von der Perspektive aus. Ist ja im Prinzip auch eigentlich wurscht. So. Wollen wir jetzt hier das Depot stehen? Hier hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mindestens. So. 19 Sekunden. Lassen wir mal so laufen. Gucken wir einfach uns mal die Sache an. Sollte hier eigentlich ganz gut was gehen. Weil der liefert hier ja die Zentrallinie noch ein bisschen. Gucken wir mal. Kurzer Check-up. Wir werden jetzt hier Folgendes machen. Und zwar, eine Busspur muss da ran. Aber wir gehen jetzt mit dem Teil hier mal rüber. Und schließen den hier mal an. So, es ist wie eine Art Kreisverkehr. Ja, der funktioniert hier, ich sehe schon. Das finde ich super. Und ich hoffe, dass das auch in die andere Richtung, Richtung Trambahn funktioniert. Mehr dazu allerdings erst in der nächsten Folge, meine Lieben da draußen. Bis dahin, habt eine wunderschöne Zeit. Lasst euch absolut gut gehen. Ich wünsche euch nur das Beste. Und freue mich mit euch zusammen auf die eine der nächsten Folgen. Let's play Train Fever. Bis dahin, genießt die Aussicht. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.